Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. Jo. Ich hoffe, hey, dass Mordrug, ja, hey du, dass er uns ins neue Lager bringt, nach Möglichkeit ohne Verletzungen. Ich probier's mal, also ins neue Lager. Lass uns zum neuen Lager gehen. Bitte. Gut, folge mir. Ja, probieren wir's mal. Vielleicht gibt es einen Trick. Soll ich dir das echt folgen? Ich bleib mal kurz hier so stehen. Oder so. Schaffst du es jetzt? Wow, ich glaube, er kriegt's hin. Wahnsinn, da musst du noch eine Ehrenrunde machen. Ich hoffe, er bringt uns sicher ins neue Lager und ich hoffe, dass wir auch sicher wieder davon wegkommen. Werden wir sehen. Ja. Auf jeden Fall, hier haben wir schon alles geklatscht. Vielleicht geht das jetzt auch besser mit den Banditen, die uns da überfallen wollen. Mal schauen. Vielleicht hilft er uns. Vielleicht können wir die gut ausweichen. Sehen wir dann eh. Hüpf. Tja. Tap, da, 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 da. Da, 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 da. Jo. Na, 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 na. Das dauert halt jetzt ein Momentchen, ne? Ja. Das sind noch gute alte Spiele. Da gibt's nichts mit Schnellreisen. Das kommt erst viel, viel später. Unter Anführungszeichen Schnellreisen. Aber zu Beginn braucht man noch echte Beinarbeit. Ja. Da, 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 da. Hat halt seinen Vorteil, dass man alles so gut es geht erkunden kann. Ah, er ist schlau. Er weicht die Banditen da hinten aus. Ja, das wollte ich nämlich wissen. Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. Habe ich mir schon gedacht. Habe ich mir schon gedacht. Dann bin ich mal gespannt, wie er die da oben ausweichen will. Oder ob er, weil er vom neuen Lager ist, da einfach so durchhatschen darf. Da bin ich gespannt. Ja, den Wolf habe ich auch schon geblättert. Ja. Nanu, laufen Sie. Ich komm schon. Lauf nur. Nicht stecken bleiben, das heißt laufen. Tja. Ich glaube, das werde ich jetzt mal kurz speichern. So. Na, 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 na. So. Jawohl. Sicher ist sicher. Dam, dam. Hm, 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 hm. So. Er hat auch schon ein bisschen eine bessere Waffe als wir, der Mordrug. Der hat schon Spitzen dran. Hallo, Erpresser. Ja, ich glaube, die lassen uns echt in Ruhe. Okay, die Scavenger hätte ich noch killen können hier drüben. Aber ich habe mich nicht getraut, an den Erpressern vorbeizugehen. Die können wir dann auf dem Heimweg dafür klatschen. Sollte möglich sein. Auch die Blutfliegen da unten. Gibt es einige. Da können wir schon noch Erfahrungspunkte raushauen. Ja. Aber jetzt sind wir erstmal hier. So. Und so. Jetzt? Hier sind wir. Wenn du ja durch das Tor gehst, kommst du ins neue Lager. Okay. Sprich mit Laris. Er ja wird dir weiterhelfen. Okay. Hier, gib ihm das hier von mir. Es ist ein wertvoller Ring. Er ist deine Eintrittskarte zu Laris. Okay. Ohne guten Grund kommst du nicht zu ihm. Wenn ich mir so recht überlege, ich glaube, ich bleibe eine Weile hier. Okay. Ich habe fürs Erste genug verdient. Und im alten Lager wird's langsam heiß. Ja. Wenn du Lust hast, triff mich in der Kneipe. Das Haus direkt auf dem See. Mach's gut. Wir sehen uns. Servus. Danke nochmal. Guten Tag, die Herren. Darf ich hier rein? Danke. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja. So. Da sind wir jetzt. Im neuen Lager. Juhu. Das ist noch schön.
grün. Im Zweierteil ist sie ja sehr frostig, weil ein bestimmtes Wesen hier haust. Guten Tag, die Herren. Guten Tag, guten Tag. Ja, guten Tag. Hallo, Lefty. Hey du, neu hier, was? Mhm. Auf den Reisfeldern brauchen wir noch jemanden, der den Bauern Wasser bringt. Da kannst du dir direkt ein paar Freunde machen. Was denkst du? Klar, ich helfe gern. Bring dein Wasser selbst rum. Vielleicht später. Na, wir helfen schon. Klar, ich helfe gern. Ja. Gut, geh zum Reislord. Er gibt dir das Wasser und erzählt dir alles andere. Okay, kannst du den Wasser jetzt selber tragen, bringen? Na, noch nicht. Herr Reislord, sind Sie das? Guten Tag, ich bräuchte Wasser. Na, was willst du? Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Du kümmerst dich um die Reisfelder, richtig? Warum? Suchst du Arbeit? Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Natürlich. Ich kenne mich damit aus, wie man Reispflanzen verarbeitet und daraus Reis kocht. Ja, so fein ist doch. Bevor ich dir aber irgendwas beibringen wirst auch du, wie die anderen auf dem Feld arbeiten müssen. Ja, mit Schwung. Pass auf, bring mir 15 Reispflanzen und ich bring dir was bei. Ist ja ein fairer Deal, oder? Ja, okay. Lefty? Lefty schickt mich. Mhm. Ach so, was hat er gesagt? Wasser und so. Ich soll den Bauern Wasser bringen. Gut, hier sind ein Dutzend Flaschen Wasser. Danke. Es gibt etwa doppelt so viele Bauern. Also verteilt sie gleichmäßig. Das ist aber nett. Das heißt, die armen Hascher? Die armen Hascher kriegen nur... Alter. Die kriegen nur eine Handvoll? Ah, eine Reispflanze. Die nehme ich gleich mal mit. So, ihr 15 Farmen. Hey, hallo. Wie sieht's aus? Wie steht's? Wer kümmert sich um die Felder? Lefty schickt mich, ich hab Wasser für dich. Ja? Lefty schickt mich, ich hab Wasser für dich. Also immer schön 2-2, ne? Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Also, er war durstig. Armer Teufel, echt. Hier haben wir noch eine Reispflanze. Die Quest ist übrigens neu. Also alles, was nicht synchronisiert ist. Was machst du hier? Horatio. Willst du Ärger haben? Na, ich bin hier, um Wasser euch zu geben. Entspann dich, ich bin neu hier. Ärger von wem? Von einem Bauern? Boah, na. Entspann dich, ich bin neu hier. Ja. Siehst mir ganz in Ordnung aus. Hier weiß man nie. Da kommt jeden Tag ein neuer Mistkerl, der es wissen will. Na, ich eigentlich nicht so recht. Was macht ein Kerl wie du bei den Bauern? Das hat Lee mich auch gefragt. Aber ich kämpfe nicht mehr. Außer um mich zu verteidigen. Ich habe einmal getötet. Das war einmal zu viel. Deswegen haben sie mich in diese gottverdammte Kolonie geworfen. Und das war nur gerecht. Was ist passiert? Es war ein einfacher Streit in einer Kneipe. Ich wollte den Mann nicht töten. Aber ich habe zu stark zugeschlagen. Ich habe damals als Schmied gearbeitet. Ich konnte meine Kraft nicht kontrollieren. Das ist natürlich scheiße. Warum bist du ausgerechnet in dieses Lager gegangen? Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Und Lefty schickt mir, ich habe Wasser für dich. Also warum bist du ausgerechnet hier in dieses Lager? Ja. Das will ich dir sagen. Ja. Die einzig andere Wahl wären die Sektenspinner gewesen. Aber ich habe keine Lust, mir von den Gurus den Kopf waschen zu lassen. Im alten Lager hätte ich keine Ruhe vor den Gardisten gehabt. Ja. Aber die Söldner und Banditen haben Respekt. Sie fürchten dich. Kann schon sein. Immerhin habe ich hier meinen Frieden gefunden. Und das solltest du auch versuchen. Okay. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir beibringen, auch so stark zuzuschlagen? Selbst wenn. Zu was würde jemand wie du seine Stärke einsetzen? Um andere Leute zu verhauen. Um dem Mistkerl hier zu zeigen, wie man mit mir zu sprechen hat. Zur Selbstverteidigung. Gute Frage. Ich werde darüber nachdenken. Na, Selbstverteidigung. Zur Selbstverteidigung. Dazu musst du nur schnell sein und nicht stark. Glaubst du, dass Schädelspalten besser ist, als seinen Frieden zu finden? Ah, okay.
nochmal nachgedacht? Ich habe noch einmal über die Sache nachgedacht. Und? Ist dir was Besseres eingefallen? Nein. Nein. Dachte ich mir. Scheiße. Lefty schickt mich. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Ja. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Zahlt sich gar nicht aus. Prost. So. Dann nehme ich die Reispflanze mit. Dankeschön. Haben wir dann hier schon? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Eins. Zwei. Ich glaube, hier oben müssten wir fertig sein. Also auf der Seite mal. Dann hier rüber. Hier müssten noch Reispflanzen sein. Ja, eine haben wir schon mal. Da ist noch eine zweite. Sehr gut. Noch eine dritte. Perfekt. Der Bauer und der da unten gehören wahrscheinlich auch zusammen. Dann kriegst du hier ein Wasser. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Ich hoffe, das passt so. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Gleich wie die anderen beiden, ja. Du armer Tropf. Wirklich. So, dann. Das ist mal eine schöne Vogelscheuche. Ich glaube, das ist ein Orkschädel. Ja. Da würde ich als Vogel auch Angst kriegen. Gut, also als Krähe. So, zwei Pflanzen hier nur. Ich hoffe, das war okay und richtig. Hier unten hätten sie auch noch was anbauen können, haben sie aber keinen Bock gehabt. Darum wachsen hier Höllenpilze und eine Seraphis. Na, 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 na. Dann haben wir diese Ebene hier. Guten Tag, die Herren. Ein Bauer, zwei... Rufus, hallo. Hi, ich bin neu hier. Wollte mal fragen, wie es hier so läuft. Hi, so läuft. Ich bin neu hier. Ja. Wollte mal fragen, was hier so läuft. Ja. Frag jemand anderen. Ich arbeite den ganzen Tag auf den Feldern und krieg nichts von dem mit, was hier läuft. Mann, wie gerne würde ich zum Reislord gehen und ihm sagen, er soll seinen Scheiß alleine machen. Wenn's dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Wenn's dir nicht gefällt, warum arbeitest du dann hier? Es war am ersten Tag, als ich hier war. Lefty, einer der Schläger, die für den Reislord arbeiten, kam zu mir und fragte mich, ob ich mal kurz auf den Reisfeldern helfen könnte. Klar, habe ich gesagt. Ich war neu und wollte mich nützlich machen. Als ich mich am nächsten Tag von der Arbeit ausruhte, steht der Typ schon wieder vor mir. Du willst doch nicht deine Kollegen ganz alleine schuften lassen, hat er gesagt. Aha. Ich habe ihm erklärt, dass ich kaputt bin vom Tag vorher, dass ich mich ausruhen muss und so. Aber er hat mir nicht zugehört. Er hat mich am Kragen gepackt und auf die Felder geschleift. Seit dem Tag stand er jeden Morgen vor meiner Tür. Irgendwann bin ich dann von alleine gekommen. Ich wollte keinen Ärger mit den Typen. Das sind richtige Halsabschneider, mit denen legst du dich besser nicht an. Schon zu spät. Wir sind gerade mittendrin. Auf jeden Fall, wer ist der Reislord? Wer ist der Reislord? Er war einer der ersten hier. Hat das Lager mitgegründet und die Reisfelder angelegt. Okay. Heute steht er nur noch vor seinem Lagerhaus und streckt seine Wampe raus, der alte Fettsack. Ja, wer es kann. Übrigens, Wasser für dich. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Ja, das glaube ich. Armer Teufel, echt. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich denke nicht, nein. Wobei, wenn du mich schon so fragst. Ich hätte da was zu tun für dich. Ich will, dass du dem Reislord und seinen Schlägern eine Lektion erteilst. Freilich nichts leichter wie das. Was denn? Ich soll es mit allen gleichzeitig aufnehmen? Nein, 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 nein. Du sollst denen nicht aufs Maul hauen. Ach so? Sondern sie sollen sich gegenseitig die Fresse polieren. Das ist gut, das gefällt mir. Wie mache ich das? Der Reislord besitzt eine Truhe, in der er einige Dinge aufbewahrt. Darunter einen wertvollen Ring. Ich will, dass du diesen aus der Truhe stiehlst. Anschließend musst du dafür sorgen, dass Lefty irgendwie an den Besitz dieses Ringes kommt. Danach erwähnst du in einem Gespräch mit dem Reislord, dass Lefty im Besitz eines
eines neuen Ringes ist. Ich freue mich schon darauf, anschließend Lefties dummes Gesicht zu sehen. Das ist cool. Ach ja, den Schlüssel zur Truhe des Reislords musst du dir irgendwie besorgen. Den hat er irgendwo in seinem Haus liegen. Okay. Hey, cool. Dann haben wir schon mal einen Job für den Abend, ne? Hier ist noch eine Reispflanze. Ein Bäuerchen. Eins, zwei. Eins, zwei, drei Leute sind hier. Okay. Das hat ausgeschaut wie eine Reispflanze. Die ist aber hier. Hallo. Guten Tag. Hey, du. Einmal trinken. Wasser? Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Ja, gerne. Ach, die tun mir echt leid ein bisschen. Die armen Burschen. So, nächste. Boah. Das war halt olympisch. Ja, das war ein meisterhafter Weitsprung, den ich nichts machen wollte. Gut. Da haben wir noch einen Bauern. Ich glaube, wenn ich dem was gebe, passt das schon mal. Hier, bitte. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Kein Problem. Ciao, ciao. War hier noch ein Reispflanzel? Ich glaube nicht, ne? Hier ist eins. Hallo, der Herr. Hallo, Pock. Hi, ich bin neu hier. Hi, ich bin neu hier. Ja. Schön, mal wieder ein neues Gesicht zu sehen. Hm. Du bist schon lange in der Kolonie, hm? Stimmt genau, Junge. Ich war einer der Ersten. Oh. Dann weißt du bestimmt eine Menge über all das hier. Tja, wie man's nimmt. Die meiste Zeit verbringe ich hier beim Reispflücken. Nur dadurch bin ich so alt geworden. Wir bekommen etwas Reis ab und vielleicht mal Schnaps. Nicht viel, aber es reicht. Sehr bescheiden. Weshalb bist du hier? Die Steuern, mein Junge, die Steuern. Meine Scheune war so leer wie mein Bauch. Da konnte ich nicht mehr zahlen. Irgendwann kamen die Soldaten und brachten mich her, aber hier ist es nicht schlechter als draußen. Ich werde wenigstens nicht vor Hunger sterben. Na, super. Hab immer meine Steuern gezahlt. Jahrelang. Aber das hat dem Hurensohn mit der Krone nicht gereicht. So ein Arsch, ne? Ich hab Wasser für dich. Lefty schickt mich. Ich hab Wasser für dich. Zwar kein Schnaps, aber mit Fantasie. Die Farbe stimmt. Ja, danke, Junge, das habe ich gebraucht. Ja, bitte gern. Servus, armer Tropf. So, dann würde ich noch meinen hier. Wasser? Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich sterbe vor Durst. Zum Wohl. So. Und hier noch einer. Oh, eine Reispflanze. Und ich würde sagen, hey, du. Hier hast du auch noch Wasser. Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Danke, Mann. Ich war schon kurz davor, den Schlamm zu saufen. Keine Ursache. Ciao. Das müsste jetzt alles sein, normalerweise. Wir mal gleich schauen, ob ich richtig gearbeitet habe. Hallo. Selber bringen. War ich verkehrt? Muss ich zum Reislord? Lefty schickt mich. Hm. Habe ich noch Wasser übrig? Dann kann ich noch verteilen. Hallo. Hier? Lefty schickt mich. Ich habe Wasser für dich. Auf der Seite sind mehr Arbeiter als drüben, ne? Danke, Junge. Das habe ich gebraucht. Bitte gern. Ist jetzt richtig? Ich schau mal kurz. Hallo. Hey, du. Ja. Gut gemacht. Danke. Du bist ja zu was zu gebrauchen. Okay. Ich denke, das ist genau die richtige Aufgabe für dich. Du wirst das ab jetzt jeden Tag tun. Fang direkt wieder damit an. Ich probiere es jetzt mal. Hey, du. Mach das selber.
Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ach, hast du was Besseres vor? Ich glaube, ich muss dich noch einmal daran erinnern, wer hier der Boss ist. Was hast du? Huch, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, das war der Verkehrte. Du standest im Weg, du Trottel. Kann ich nichts dafür. Ich will's probieren, gegen den Trottel zu kämpfen. So, nochmal. Ach, ich glaube. Hey, wieso schlägt der mich? Ich hab den doch... Habe ich jetzt den anderen erwischt, unabsichtlich, den Schläger nochmal? Wahrscheinlich. Ich muss da ein bisschen auf die Seite gehen. Hier so vielleicht. Vielleicht ist es hier besser. Ich weiß es nicht. Oder hier rauf, das könnte auch sein. Hier besser ist vielleicht. So. Du kannst dein Wasser ab... Ach, ich glaube... Weg mit der Waffe, weg damit! Okay, ich habe gerade auch keine Chance. Ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Habe ich dann doch nicht? Mann, ich will das jetzt probieren. Ich weiß, damals habe ich es hinbekommen. Ich konnte den Mistzack besiegen. Da bin ich mir schon recht sicher. Ich will das jetzt probieren noch. Ich glaube... Weg mit der Waffe, weg! Ein Kampf... Wieso nett? Nie wieder. Niemand vergreift sich an meine Jungs. Noch ein Stück weiter weg wahrscheinlich. Aber machbar wär's. Hey du. Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ach, ich glaube. Ein Kampf. Okay. Möglich wär's, aber ich muss da wirklich noch ein Stück weggehen, glaube ich. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wie viel Zeit habe ich noch? Ein bisschen habe ich noch. Ich möchte ihn schon gern aufs Maul hauen, weil ich möchte gerne meine Ruhe haben, ehrlich gesagt. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Da, kurz nochmal speichern. Die Position ist hier etwas besser als da drüben. So. Das Blöde ist halt der Reislord. Es wäre halt gut, wenn Lefty noch ein Stück. So. Du kannst. Ach, ich. Ganz ruhig. Weg mit dir. Hey, dreh dich doch. Der Reislord ist mir nicht ganz. Das war damals aber anders. Damals hat sich der Reislord nicht eingemischt, das weiß ich noch. Du kannst. Ach, ich. Geht wahrscheinlich wirklich noch nicht. Muss ich warten vielleicht bis Dienstschluss. Okay, dann geht's halt nicht. Schleichen kann ich halt leider jetzt auch noch nicht. Das heißt, die Herren sehen, wenn ich hier reingehe, ne? Jo. Ich könnte tatsächlich... nochmal zu Kavalon gehen und fragen, ob ich bei ihm das Schleichen lernen könnte. Der wäre jetzt eh nicht so weit weg. Dann wäre es normal wieder Nacht, bis ich wieder hier bin. Und dann könnte ich tatsächlich versuchen, die Truhe und das zu kriegen, weil ohne Schleichen wird das nicht gehen. Also würde ich sagen, guten Tag, guten Tag. Würde ich sagen, ich probiere jetzt das mal, zu ihm zu gelangen. Ich hoffe, dass mir diese Einschüchterer hier jetzt nicht das Fell gerben. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier nämlich rauf kann. Und das Doofe ist, ich muss hier rüber. Weil da unten sind die Lurker, sonst muss ich den ganzen Weg rundherum laufen. Ich probiere mal mein Glück. Vielleicht lassen sie mich ja in Ruhe. Nein. Hey Junge, wenn du hier vorbei willst, musst du 10 Erz zahlen. Oder du bekommst aufs Maul, kapiert? Na, dann nimm. Hier, 10 Erz. Schade. Puh, echt scheißlich. Ich hab's befürchtet. Na, würdest du... Danke. Ich hab's befürchtet.
Wir werden hier in dem Spiel so elendlich pleite gehen, das ist ein Wahnsinn. Ich hatte ja wunderbare 200 Erz. Ja, die hat mich ja der Gardista abgeluchst. Dieses Ungetüm. Naja. Was soll's, wir gewonnen, so zerronnen, ne? Ich muss halt wirklich mir merken, dass es jetzt ganz, ganz hart zugeht. Ja, an jeder Ecke ist irgendwo ein Halunke, der uns unser Erz abknöpfen will. Und dazu noch, leider Gottes, den Brief für die Erzmagier. Hey, so, servus. Beibringen. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Schleichen wäre super. Ja, 10 Punkte, aber ist wurscht. Schleichen. Ich will lernen, mich lautlos zu bewegen. Ja. Gute Entscheidung. Das ist vor allem wichtig, wenn du in Hütten eindringen willst oder dich von hinten an jemanden anschleichst. Wenn du tief nach unten gehst, hast du den Boden besser im Blick und deinen Körper besser unter Kontrolle. Aber in dieser Haltung wirst du natürlich sofort bemerkt. Also, lass dich von keinem hier beim Schleichen sehen. Beachte das, was ich dir sage, und vor allem, lass dich nie erwischen. Danke. Das mit dem Bogen lasse ich noch. Ciao, ciao. Sehr gut. Nix wie zurück. Jetzt muss ich einen anderen Weg nehmen. Nach Möglichkeit. Sonst wird das unglaublich teuer. Muss ich schauen, dass ich da hinten irgendwie sicher und heil. Ich dachte, mich geht gerade eine Blutfliege an. Das war gerade so ein komisches Geräusch. Ich muss jetzt darauf achten, dass ich da die Burschen ausweichen kann. Das sollte mir nochmal da oben gelingen. Das sollte mir hier oben gelingen. Und dass ich von hier aus elegantest und unverletzt nach Möglichkeit hier runter gleiten kann. Boah, ey. Ich glaube, das überlebe ich nicht, ne? Ich speichere mal ganz kurz. So. Na, warte. Ich nehme meinen Reservespielstand. Sicher ist sicher. So. Nanu? Ich würde gern... Okay, geht. Nur leicht verletzt. Aber um 10 Erz zu sparen, ist mir so ein verstauchter Fuß ganz recht. So, das zu dem. Jetzt können wir schleichen. Da, 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 da. Jetzt wäre es noch ganz gut, wenn es so eine Art Buffhut geben würde, wo ich kurzzeitig mehr Stärke habe. Ach Gottchen. So. War doch klar, dass das Ärger ist. Hüpf. So. Jetzt sind wir wieder hier. Das lief bedingt gut. So. Erstmal abwarten. Ja, erstmal abwarten. Ja, ja. Geschicklichkeitsbonus 5. Schutz vor Waffen 5. Kann ich Ringe und Dings tragen, ne? Ja. Passt. Immer wieder dieselbe Leier. Dann würde ich sagen, ein bisschen Salat essen. Kann schon sein. So. Und nochmal speichern. Dann darf ich nicht vergessen, ich muss noch ganz fix mit dem Reislord sprechen. Wenn du meinst, wegen dem Reiskochen lernen. Wir könnten handeln. Was hast du denn zu bieten? Oder auch nicht. Lebensenergiebonus 10. Der Ring wäre super. Sicher. Was hätte er sonst noch? Nichts Vernünftiges. Aber der... Das wäre jetzt echt erreden. Muss ich schon sagen. Ich hoffe, ich kriege das Geld zusammen. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Reispflanze 14. Da fehlt mir noch eine. An der Geschichte muss
Warte, ich hoffe, ich kriege das zusammen. Da würde ich sogar das Fell opfern. Dafür die Zähne auf jeden Fall mal. Erz hätte ich noch ein bisschen. Sonst habe ich nichts mehr, ne? Ich fürchte, da muss ich das Fell auch noch opfern. Leider. Warte. Wenn ich jetzt die zwei Schattenläufer-Dinger nehme. Warte mal. Zwei Schattenläufer. Sind wir schon bei 160? Muss ich aufpassen. 160. 180. So, jetzt hätten wir das schon. Den Ring will ich haben. 10 Lebenspunkte mehr ist viel. Kann man eigentlich... Zwei Ringe darf man tragen. Das ist super. Das ist super. Jetzt haben wir schon etwas geschützter. Ah, da ist noch eine Pflanze. So, jetzt müsste das passen. Hallo. Die Reispflanzen. Genau. Ah, bist ja doch zu was zu gebrauchen. Gut, wenn du willst, bringe ich dir ab jetzt bei, wie du Reis kochen kannst. Aber nur, wenn du die nötige Erfahrung dafür mitbringen kannst. Reis kochen, ja. Das dürfte sich noch ausgehen. Ja. Bring mir bei, wenn man Reis kocht. Du fängst an, indem du das Wasser erst einmal zum Kochen bringst. Wie beim letzten Mal. Okay. Wenn es ordentlich brodelt, gibst du die Reispflanze in den Topf. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Beim Reis musst du auf jeden Fall darauf achten, dass er nicht zu lange kocht, sonst kannst du die ganze Sache vergessen. Ich glaube kaum, wenn du den Reis gekocht hast, kannst du ihn in eine Schale geben und essen. Sollte also nicht allzu schwer sein. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Danke. Ciao. Gut, dann stelle ich mich nochmal dahin. Jetzt habe ich ja einiges ausgegeben. So, der Part ist auch zu Ende. Und im nächsten werde ich nochmal versuchen, Lefty eine runterzuhauen. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!